So, ich habe lange gewartet, ich muss jetzt hier mit so einem Tuk-Tuk fahren, ich weiß nicht wieso, auf dem Bildwagen Minivan. Sabayi, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Weltreisefreunde. Hier ist wieder Kadi aus Luang Prabang, aber nicht mehr lange, denn ich packe jetzt meine Sachen und trinke noch ein, zwei Kaffee hier, denn das ist for free, das nutze ich aus und dann gehe ich runter, wo ich abgeholt werde, nicht weit. Und zum Busbahnhof, zum südlichen Busbahnhof hier gebracht werde, von wo es runtergeht nach Wang Yen. Ja, wieder ein neuer Ort hier in Laos und ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich. Wieder nach Räucherstäbchen und nach Kokolagen. Irgendwie riecht das geil. Ich werde auf jeden Fall den Ort hier super, super doll vermissen. Und das Hotel ist auch super. Die Leute hier, also. Vielleicht komme ich hier irgendwann wieder. Ja, ich knall mir hier nochmal zwei letzte Kaffee rein. Und dann muss ich zu einem anderen Hotel laufen. Weil hier würde es ein bisschen teurer sein, wenn die mich abholen. Wobei die mich gar nicht abholen bräuchten. Ich laufe ja überall zu Fuße. Naja. Weil ich ja hier über die Brücke bin. Über die Old Bridge. Deswegen laufe ich gleich nochmal zum anderen Hotel rüber. Aber erst ein paar Minuten. Und dann geht's los. So, und tschüss. Ich will nicht gehen. Ja, das war mit eins, ja, ich weiß nicht, der schönsten Ort ist so. Ich war ja nicht ganz im Touristentrubel. Naja, war gut. Wir werden sehen, was noch auf mich zukommt und auf euch, wenn ihr die Videos schaut. Aber für Luang Prabang gebe ich erstmal einen Daumen hoch und ich hoffe, ihr auch. So, weiter geht's. Letztes Mal hier über die alte klapprige Brücke. So, ich habe lange gewartet, ich muss jetzt hier mit so einem Tuk-Tuk fahren, ich weiß nicht wieso. Auf dem Bild war ein Minivan. Ja, den fahren wir mal hier mit. Habe ich zwar schon gemacht, aber egal.
Level extra Kosten von mir. Gibt's nicht. Ist alles bezahlt. Es war so schon zu teuer, was ich gebucht habe. Mein Gastgeber meinte, oh, das ist viel zu teuer, was du bezahlst. Ich hätte hier so und so. Hätte ich mal hingefragt, ja. Aber ist egal. Ist egal. Gott sei Dank lief hier alles mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht, wieso wir im Tuk-Tuk abgeholt wurden und jetzt hier in den Bus einsteigen. Weiß ich nicht. Aber ich musste hier mein Ticket holen. Quasi umtauschen, Papierticket. Und dann geht's los nach Van Vian. So gehen wir los. Natürlich, wie immer, viel zu spät. Ich habe um 9.30 Uhr gebucht, wir haben schon nach 10. Die anderen haben sogar um 9 gebucht. Also, jo, das wird ein langer Tag.
machen wir hier eine Pause. 30 Minuten. Oh, die ist aber auch fällig.